Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Asterix und Obelix XXL und wir gehen direkt rein. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, genau über den Boden da oben. Sind hier reingegangen und sehen hier schon wieder ein paar Kisten und eine Seilbahn, auf die wir jetzt aufgehen, irgendwie. Hier vermutlich. So, und machen wir erst die großen kaputt oder gucken, ob wir in den kleinen hier Multiplikatoren finden. Natürlich. So, komm, die müssen jetzt alle nehmen. Das war sogar wichtig, dass wir die kaputt machen. Ist ja nur so, bekommen wir hier die Dings. Diese Brücke. Lorbeere. Ja, das ist jetzt alles wieder da, aber das lassen wir jetzt. Ja. Wir haben auch nur wieder drei Schilder. Wir hatten sechs, das ist richtig unfair, eigentlich. Halt! Wenn du weitergehst, stößt du auf eine unüberwindliche, fest verriegelte Tür. Komm wieder her, wenn du ausreichend viele Helme gesammelt hast. Gut, dann helfe ich dir. So, wir haben wieder eine kleine Aufgabe. Aber dafür steht auch auf der anderen Seite eine Maximus Papierkanone. Deswegen holen wir uns immer nur das Schild. Die Multiplikatoren benutzen wir zum Helm sammeln, aber dafür zerstören wir jetzt. Nein! Oh Mann. Das ist unlucky gelaufen. Ja, das ist gar nichts mehr geil. Ja komm, dann gehen wir jetzt hier hin. Sammeln auch die mal Dreier ein. Versuchen dann mal ein paar noch zu zerstören. Und dann gehen wir ganz schnell rein. So. Ja, das hat richtig was gebracht. Das war ganz gut. Ah. Alles klar, das haben wir. Wir können ja immer wieder zurückkommen und neue Helme einsammeln, falls wir irgendwann mal Helmmangel haben, aber ich hoffe mal, dass das nicht der Fall ist. Du hast alle Helme eingesammelt. Eine Meisterleistung. Ja, reicht mir den Lob. Ich öffne dir den Durchgang. Danke. Caesars Elitetruppen sind hier langgekommen. Sie haben mehrere eurer Freunde in Käfigen abtransportiert. Das habe ich mir schon gedacht, hier. Spore ist auch da. Was auch immer das heißt. Soll. Oh, hi. Na. Und da ist der nächste Speicherpunkt. Ziemlich dicht beieinander, muss ich sagen. So, wunderbar. Dann kommen wir auch schon gleich zum nächsten guten Versteck. Zack. Da ist Nummer 7. Wir sind nur noch 4, also vielleicht können wir sogar diese Folge die Normandie fertig. So, mal schauen, also das ist der Elixier, haben wir Feuer.
kommen wir aber noch nicht rüber. Da brauchen wir diese Brücke. Okay, dann schauen wir mal, wie wir die bekommen. Hier kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir hoch. Ja, warum ja? Okay. Ja, hier ist auch Feuer, aber... war noch nicht aktivieren. Schauen wir uns mal um. Das ist für Obelix. Ja. Ah, jetzt. Kling 5. Oh ja, ja. Nice. Das Bogen schützen. Ja, die machen wir selbst fertig hier. Ah, hi Obelix. Perfekt. Wir haben das Feuerdings freigeschaltet, was uns einfach nichts bringt. Da kann man nicht hin, oder? Das ist blöd. Nee, da brauchen wir ja. Aber hier ist bestimmt irgendwo ein Schalter. Irgendwo muss hier ein Schalter sein. Da drüben ist ein Hebel. Ja. Kommen wir denn da drüben auch hoch? Sonst gehen wir erstmal da hinten hin, sammeln den Loot ein. Ah, da kommen wir auf jeden Fall hoch. Die Kiste zerstören wir noch nicht. Ah, die Ecke war schnell. Mann. Mann, ich muss... ja, komm, machen wir die kaputt, oder? Kommen wir dann noch hoch, ist die Frage? Ah, nee. Den brauchen wir. Alle? Ich denke. So, ja. Ich nur mal die Pikette nach drin, oder? Ist hier überhaupt was? Also. Ja, ist doch gut. Super, dann haben wir hier... ah, das hätten wir für die Kleinen noch nehmen können. Sind normal. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hin. Schauen, was uns hier erwartet. So, hier ist auf jeden Fall was. War jetzt hier noch was? Ne, auch nur so. Feuerstelle. Da sind nochmal Wikinger. Machst du den mal, bitte? So. Hey, hier war, jetzt habe ich aber irgendwo doch einen Hebel gesehen. Ja, hier. Genau. Muss man das Ganze hier von hinten aufräumen. So. Aber das war jetzt auch Spaß. Da muss ich doch als Asterix dann hin. Ist denn jetzt ein Relais oder so? Oder habe ich irgendwas übersehen jetzt? Ne, da kommen wir noch nicht ran. Da muss irgendwo ein Schalter sein, den ich jetzt nicht sehe. Weil wir die erste Brücke irgendwie noch... einmal... kriegen müssen.
Ah! Einfach nur das Feuer anmachen. Geil, dass der Malzin da auch so schön in der Luft hängt. Guck mal. Jetzt haben wir... Aber dafür haben wir jetzt schon alles geklärt. Bin ich Depp, Alter. Das war stark, oder? Muss ich schon sagen. Das habe ich nicht realisieren können. So. Brücke. Und dann gleich springen. Der Schiff. Das ist noch sicherer. So, erstmal an hier. Ja, ja, ach Gott, den haben wir ja schon, stimmt. Stimmt ja. So, jetzt haben wir das erledigt. TNT, fertig. Jawoll. So, und ich glaube, jetzt kommen wir wieder zu einem Kampf, der auch etwas größer ist. Wenn ich mich nicht komplett irre. Nee, noch nicht. Okay, hier müssen wir wohl alleine rauf. Und können direkt einen Obelix aufmachen. Okay, das macht auch wenig Sinn eigentlich. Aber nur Obelix kann das Ding ziehen. Sag mal, pack's! Meins. Und hier drin wieder. Denn damit haben wir jetzt hier Dings geöffnet. Ja, ja. Und glaube ich nochmal. Sag mal. Hat's. Wir alles, jawohl. Sehr gut. Dann gehen wir weiter. Und jetzt ist wieder. Jawohl. Aber auch mit 20. Immer das größte Übel gleich zuerst. Perfekt. Das hat sich immer gelohnt. Ich komme hier mitten rein. Das ist nicht gefährlich oder so. Ja, 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 ich habe das verstanden. Ja, der Flieger doch etwas an. Noch nicht mal die Kombo voll hier, aber jetzt. Hallo. Alter, das ist, kann die mal funktionieren? Danke. Und ja. Okay, so. Das sieht doch nach Multiplikatoren aus. Alter, wie viel haben wir denn verloren? Halleluja. So, da sind Metallkisten. Das heißt, das ist für Obelix. Und da ist einer. Oben drauf.
nicht. Dahinter? Na egal. Wenn das für Obelix bestimmt ist, dann stelle ich mich raus. Da ist oben einer, mal 10. Okay, da müssen wir wieder springen. Hier sind 3, das ist gut so. Kommen wir so rauf. Kommen wir dann mit Axel drauf. Sind die zu eng beieinander? Logisch, das ist zu fett, vermute ich. Ja, dann holen wir erstmal die und gehen dann da hinten ins Zelt. Dann holen wir die goldenen damit. Ich denke, das ist viel. Ist nix. Das wollte ich noch gar nicht. Ja, komm. Das war richtig knapp. Okay, komm. Nö, jetzt fährt die hier hin und her, oder was? Den Malzehner hole ich aber noch. Yeah. Dann machen wir den eigentlich nicht den. Ah. Wir den. Ja, na klar. Ah. Aber ich finde, es wird auch mal wieder Zeit für so einen Händler, oder? Ah, hier ist Block. Öffnen Obelix. Und der öffnet hast du nicht. Nee. Denn hier sind vier Wikinger. Okay. Asterix darf eintreten, Feuer anzünden und ab geht das. Wunderbar. Jetzt kommen wir zu einem Kampf. So, und wir gehen hier direkt. Ja, hier müssen wir auf diese Wellen aufpassen. Wir gehen direkt auf die Arme. Das ist eine ziemlich einfache Maschine. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Abstand. Ich glaube, nämlich ein bisschen aus. Okay, jetzt macht wieder Pause. Ja, darüber gucken wir zu, bin ich ehrlich. Achso, kommt das leer. Gar nicht höher die Tür. Die Helme müssen wir jetzt auch einsammeln, bevor die verschwinden. Ja, komm. Ja, ist okay, Obelix. Nimm mir ruhig den letzten Fehlstil mehr. Okay, ist okay. So, dann haben wir uns einen Zaubertrank oder so. Irgendwo hier wird es Abbrecher sein. Dahinter ist ein Zaubertrank, dann springen wir darüber. Ja, komm. Ja, mal 80. Jetzt passt aber weg. Thank you.
schon, schnell, 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 schnell. Nein. So, geht alles deutlich schneller. Ja, viel mehr brauchen wir. Ja, hier, na klar, eine politische Kiste. Danke. So, aber hier können wir noch ein bisschen was abstauben. Aha. Aber die gehen, glaube ich, alle zweimal. Das heißt, wir haben gleich wieder 6 Schilde. Da oben ist auch noch eins auf dem Zelt. Das heißt, wir kriegen die jetzt alle mal zurück. Wir haben richtig, richtig gut Helme gerade. Okay. Ich kann gerne nochmal drehen, aber ich denke... Nee, so ist es. So, dann holen wir uns noch da hinten, das ist im Wasser. Dann können wir auch schon weiter katapultiert werden. Das sieht doch alles wirklich gut aus. Das nächste ja nochmal, aber das sieht gut aus. Da kommt, können wir bestimmt nicht weiter springen. Ja, da ist eine Wand, die nur nicht sichtbar ist. Okay, da kommen wir in den Schub, dann gehen wir von hier. Los geht's! Wunderbar, und wir sehen, als erstes, wir brauchen hier 4 Schalter. Als erste Aufgabe. Das ist kein Problem für uns. Da kommen wir, glaube ich, mit dem Zaubertrank ran. Wir haben schon Wind. Ich muss den auch hören. Guck mal, brauchen wir Zaubertrank, den wir auch kriegen. Gut finde ich auch immer den Zaun, wenn man alle Schalter hat. Muss man nicht mehr nachgucken. Aber scheinbar noch kein Zauber dran. Jetzt müssen wir vorsichtig hochgehen. Taktisch sind. Nein! Und das sind da die Multiplikatoren, wenn ich da durchdrehen. Ich glaube, wir müssen vorher noch holen. Was rein? Ah ne, wir sollen das vorher runterbringen. Kuckuck. Dann soll man Zaubertrank da hoch? Ja, ne? Geh mal her! Sieht nämlich dann nach Kampf aus. Das ist schneller. Ja, nice, na klar. Okay, machen wir es ohne. Mann. So, einer. Boom. Hier geht's wieder mit Wind. Natürlich nicht so geil, du. Dann machen wir hier uns jetzt schon mal den Weg frei, dann haben wir es gleich leichter.
jetzt auch bis zum zweiten geschafft, aber ich denke, wir können durchrennen. Bis zur Feuerstelle. Ja, na... Ja, wie soll das? Ich will vielleicht sogar ganz durchrennen. Bin mir nicht sicher. Jetzt ist gar keinen Sinn. Ja. Guck mal. Ich kann da jetzt auch einfach mal durch. Ja. Das können wir hier. Na komm. Wenn wir sie schon haben. Ist schon gut. Ist schon nicht schlecht. So. Ah, hier sind wir. Schade, ich kann den Multiplikatoren hier irgendwo. Noch mehr von euch. Da brauchen wir noch. Steht das da oben? Zwei noch. Okay. Okay. Da kommen wir. Hier sind noch Häuser. Und hier. Jetzt können wir uns da die Belohnung holen. Das machen wir auch zuerst. Endlich. So. Das machen wir gleich, denn da müssen wir noch kämpfen. Oder nicht? Doch nicht. Aber dann holen wir uns erstmal hier die Lorbeere. Dann müssen wir das mit Obelix alleine machen.
können wir ja in Ruhe... Nee, das ist okay. Ja, nee, ist gut. Dann machen wir das mit Obelix, also mit Metallkisten. Das macht schon sonst auch keinen Sinn. Hier ging es irgendwo hoch für Asterix, da drüben. So, das müssen wir jetzt leider alles schieben, ziehen, das wird wirklich nicht alles. Oh, sogar ein Bogenschütze ist jetzt nicht wahr, ne? Ne, 100 Jahren nicht. Leute. Die geben mir so Nerven. So, rüber, Asterix. So, 30 Römer wollen von mir verprügelt werden und stellen sich zur richtigen Beschützung. So, komm Jungs. Attacke. Läuft dann weg. Leute, was soll das denn? Das ist dann richtig nervig, so eine Kämpfe. Riesenfläche und die laufen einfach nur in die Ecken. Da habe ich es lieber, wenn ich von allen Seiten gleichzeitig so richtig attackiert werde. Das ist nicht viel. Also das nur so ein paar und dann verstreut auf der ganzen Map hier. Oh, da sind nochmal. Ah, ich auch gar nicht. Ah, jetzt laufen sie mir so ein bisschen in die Arme. Okay, das war ganz gut. Da sind nochmal ordentlich. So, jetzt hier ist Schluss. Ach, guck mal, wo der ganz hinrennt. Was soll der Scheiß? Da, da ist er, die letzte. Kein Schritt weiter. Was soll das? Schaff! Hey! Yes! So, dann die Helme. Ja, schade, wenn wir erst hier hingegangen hätten, wir jetzt mal 41. Das ist immer bitter, bitter, bitter. So, das ist das letzte, dann können wir endlich weiter.
Axel, oder? Der ist noch nicht erwartet. So was offen. Den holen wir uns noch. Und dann sind wir tatsächlich gleich fertig mit der Normandie. Kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Kommen jetzt noch zwei größere Sachen. Ne, das haben wir alles. Wir haben die Lorbeere geholt. Gut. Wir haben noch 6 Schilde, das ist richtig gut. Sehen. Ein neuer Kampf. Oh mein Gott. Leute, Leute, Leute. Dieser Pisskreis, ne? Ohne Witz. Der kotzt mich so an. Jetzt stirbt er. Mehr Kombo. Noch schnell letzte. Da hinten. Ja, perfekt. Bringen wir nochmal Zaubertrank? Bitte, bitte, bitte. Irgendwo. Ach komm, Leute. Diese Metallkisten. Die kaputt machen. Da ist auch noch Zaubertrank drin, oder? Nicht ernsthaft. Okay. Ja, da haben wir ordentlich verschenkt. Da haben wir richtig ordentlich verschenkt. Aber wer sich daran erinnern kann, das sah hier schon mal sehr ähnlich aus. Wir waren an einer sehr ähnlichen Stelle. Der weiß jetzt, kann sich schon denken, was kommen wird. Was sich hier hinter verbirgt. Nämlich unser Spionfreund. Und da geht's ziemlich steil runter. Ich gebe dir ein Geschenk. Wenn du es schaffst, die Helme einzusammeln, die auf diesem Abhang verteilt sind. Dann mal los. 3000 Helme. Das gibt schon mal sehr schön. Und ich brauche mehr. Oh Leute, ich brauche Multiplikatoren. Danke. Ja. Modifikationen sind wichtiger. Können wir ruhig mal ein paar Helme liefern. Aber wir müssen... Oh, schade. Ich hab 10 Helme gehabt. Ja, ein paar Helme wären natürlich auch nicht schlecht. Schild haben wir nicht bekommen. Oh, schade. Ein bisschen langsamer. So, nicht schlecht. Den Lubing haben wir bekommen. Mal 10 haben wir bekommen. Damit sollte es eigentlich klar gehen. Ah, den Mal 10 haben wir leider nicht bekommen. Ja. War knapp, war mehr drin, war deutlich mehr drin, aber wir haben es immerhin. Eine tolle Vorstellung! Hier ist dein Geschenk. Danke. Und beeilt euch. Das Schicksal eurer Freunde hängt von euch ab. Ja, ja. Da geht's weiter.
Aber hier können wir nochmal ordentlich was abgreifen. Frage, wie gehen wir daran? Ich glaube, das ist ganz gut. Gab's noch was? Ja. Da ist ja noch einer drauf. Nein, oh Leute. Ah, ja dann nicht. Meine Fresse. Rolex ist so fett ohne Witz, ich hasse das. Nö, den gibt's jetzt... Boah, das hat sich nicht gelohnt. Ich könnte durchdrehen. Mit Asterix wäre das kein Problem gewesen. Rolex kann nicht mal rauf, wenn das Dreck ist. Na, ja, na klar, komm, halt die Schnauze. Hier ist auch viel mehr. Junge. Wieso müssen wir auch jetzt gerade Obelix spielen? Das macht gar keinen Sinn. Wieso switcht denn nicht auf Asterix, Mann? Aber wir haben es echt gleich. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Ja. Ganz gut. Wir haben auch alle Lowbern, wie ich gerade mal nachgeschaut habe. Das ist der letzte Speicherpunkt in der Normandie. Ja, und jetzt können wir natürlich zurück spielen. Endlich mal wieder ein Händler. Guten Tag. Mal sehen, was ich auf Lager habe. Ja, das will ja auch mal sehen hier. Ein Schild und das Nerv auch für dich. Das wird jetzt eh wieder weggenommen. So, wir können uns beide leisten. Nein, oh, das war aus Versehen. Du kannst jederzeit wieder vorbeikommen. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss auch. Dann mal los, ne? Gegen diese römische Kampfmaschine. Ein sogenannter Endboss. Zumindest der Endboss der Normandie. Weg. Und dann können wir mit Obelix mit der Seilbahn bergauf natürlich rollen, öffnen das, switchen zu Obelix und können so über diese, ja, was auch nennen wir, Arme, was auch immer das sein soll, rennen, kaputt machen. Die Maschine wird immer aggressiver, deswegen habe ich gleich diesen ersten Ding genommen, der am weitesten entfernt war. Kann nämlich noch so Explosions... Also was die Würmer damals schon alles hatten, das ist schon der Wahnsinn. Schnell, 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 schnell. Ja, ich dachte, wir den auch gezogen. So. Hälfte geschafft. Diese Maschinen gleichen sich alle ziemlich. So, da könnt ihr in den nächsten Leveln auch immer fast mit denselben Endboss rechnen, aber immer ein Tick schwerer. Ja, die Maschine zittert schon ordentlich, ganz gleich. So durch den Herzen gemacht. Ja, ich überlege, dass ich jetzt komme. So, der letzte ist jetzt ein bisschen vorne. Da ist kein weiter Weg.
Und jetzt müssen wir nur noch wieder reinspringen. Wunderbar, und wir können unsere Freunde befreien. Asterix, Obelix, da seid ihr ja endlich. Ja, genau. Wir haben uns schon gefragt, wann ihr hier endlich auftauchen würdet. Ich glaube, die Römer wollten uns einfach mitten auf einem Gletscher zurücklassen. An einem Felsen gekettet. Mir läuft's bei dem Gedanken kalt den Rücken runter. Habt ihr gute Mine gefunden, die Frau des Häuptlings? Nein, noch nicht. Und Methusalix? Seine Frau? Und die schöne Falbala? Auch nicht. Bis Lutetia waren sie noch bei uns. Danach sind wir getrennt worden. Wenn ich mich nicht verhört habe, dann sollten sie von 5 ganzen Legionen nach Athen eskortiert werden. In Griechenland? Ja. Wir werden uns sofort auf die Suche nach ihnen machen. Miraculix hat uns gesagt, dass ihr ein Stück der großen Karte Caesars klauen konntet. Ja, ja. Hier ist es. So, Jungs. Sauber. Nächste Station Griechenland. Normandie ist abgehakt. Aber, ich würde sagen, das war's. Das war jetzt auch eine ziemlich lange Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Das Extra schauen wir uns auch erst in der nächsten Folge an. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und dann sage ich Tschüss.